119 Jahre SK Rapid, Herr Hickersberger, Sie sind mittlerweile ein Teil der Geschichte. Wie ist das Gefühl, zu diesem großen Verein dazu zu gehören? Ja, es ist natürlich ein besonderes Gefühl, für mehrere Jahre als Spieler und als Trainer Teil dieses Vereins gewesen zu sein und doch etwas zum Erfolg von Rapid beigetragen zu haben. Mir ist eines aufgefallen, es gab Pressekonferenzen, wir haben nicht gut Fußball gespielt. Es gab Pressekonferenzen, die Medien waren zu dir sehr ordentlich und vornehm. Okay, wenn dir das aufgefallen ist, mir ist das nie aufgefallen. Naja, ich würde jetzt so ein bisschen den Kreis nämlich schließen, es gab dann schon eine Zeit, wo es ja gar nicht einfach war, weil Stimmen auch laut wurden aus der, ich würde jetzt nicht einmal sagen aus dem Fanblock, sondern doch bei den kritischen Längsseiten, die dann schon irgendwo gesagt haben, das wird nichts, mein Hickersberger. Und die Medien sind aber nicht drauf gefahren. Natürlich war es schwierig. Ich kann mich nur erinnern, einer aus der Rapid-Familie wollte mir kein Mail vor das Stadion stellen, damit ich möglichst bald wieder in die Wüste reite. Da habe ich gesagt, mit dem Kamel hätte ich da lang gebraucht. Ja, und es ist normal, wenn es mit Rapid Achter bist, ist katastrophal, dann wäre ich ja suizidgefährdet gewesen. Dann war mir im ersten Jahr Vierter. Das ist ja auch nicht eine Position, wo sich ein Rapidler irgendwo wohlfühlt. Ja? Und ich habe mich nur weniger wohl gefühlt. Und dann im nächsten Jahr war es schon etwas besser. Ich glaube, da waren wir sogar Herbstmeister und sind dann im Frühjahr eingegangen. Dann muss ich der Trainer irgendein Plätzchen gemacht haben in der Wintervorbereitung. Also, wie gesagt, es hat lange gedauert, aber es hat dann irgendwann einmal geklappt. Und ja, da bin ich wirklich heutzutage nur froh darüber, weil ich könnte ja nicht mehr ruhig schlafen, wenn ich bei Rapid nicht Meister geworden wäre. Das ist aber schön. Im Hintergrund sieht man Steffen mit der Meisterschale 4-5. Sie ist Meistertrainer. Wie war das Jahr ganz kurz Revue passieren lassen? Ja, ich glaube, wir sind damals verdient Meister geworden. Es ist nur ärgerlich, dass uns das Double nicht gelungen ist. Aber ich hatte eine hervorragende Mannschaft und großartige Einsatzspieler. Also war der Meistertitel eigentlich eine logische Folge. Dann kommt eine Champions League Qualifikation. Die machen wir. Vlachovic. Pepe Vlachovic in Moskau. Wir sind in der Champions League. Und dann sitze ich, darf ich im Bus neben dir sitzen. Am Weg ins Stadion. Wo? Turin. Und es gibt ein Telefonat und dieses Telefonat verändert die Situation. Josef Hickersberger wird gefragt, ob er nicht Teamchef werden will. Schwere Entscheidung, leichte Entscheidung, ich habe bei Rapid alles geschafft, jetzt möchte ich bei der Heim-EM. Nein, es war Heim-Europameisterschaft als Teamchef zu machen, das war etwas ganz Besonderes. Noch dazu, wo ich bei Rapid eigentlich schon so ziemlich am Plafond war. Champions League, Gruppenphase zu erreichen mit Rapid, das ist schon ja, sehr viel. Und ja, dann war die Gruppenphase, die war schwierig mit den Gegnern, die uns da zugelost wurden. Und ich habe mir gedacht, Teamchef bei einer Europameisterschaft zu Hause, ich war sehr optimistisch. Vielleicht wird der Steffen Hoffmann Österreicher, da hat es auch solche Signale gegeben. Es könnte eigentlich gelingen. Ja, im Nachhinein ist man immer klüger, aber das Ziel, Europameisterschaft mit der österreichischen Nationalmannschaft im eigenen Land zu machen als Teamchef, das war ganz einfach zu verlockern.
Mhm.